Es spielt keine Rolle, was wir fahren, sondern ob wir fahren. Egal ob zwei oder vier Räder. Wir wollen das Limit erleben. In jedem von uns steckt ein Kind, wenn wir einen Motor hören. Genau das hält uns am Leben. Race together, stand together. Das ist brutal. Das geht immer richtig in den Arm. Weil du hast, beim Motorrad kannst du viel mit dem Oberkörper machen. Und der Oberkörper, der ist da, ich möchte es fast behaupten, er ist fast komplett egal. Und du musst echt extrem viel aus den Armen, das Gegenlenken, die Lenkimpulse, die vor allem in die andere Richtung gehen. Das ist brutal anstrengend. Ich hoffe, das sieht man am Video, dass das anstrengend ist. Weil sonst ist ja... Ah, da gibt es erst einmal einen richtig kalten Repul. Also ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass man beim Quadfahren das Motorradfahren verlernt. Gell? Glaubst du das? Ja? Ja? Ja, ja, es ist so. Weil du sitzt wie auf dem Motorrad. Du sitzt exakt so oben. Du hast den Rumpf so, du hast was zwischen den Beinen, du hast einen Knieschluss, du hast so eine Art Fußraste und du hast einen Lenker. Und dann denkst du eigentlich, du sitzt am Motorrad. Ne? Und dann ist es aber, das fährt aber nicht wie ein Motorrad. Im kompletten Gegenteil. Eigentlich ist es ein Motorrad mit vier Reifen, also fährt es wie ein Auto. Und das ist echt gefährlich, wenn du das nicht, wenn du intuitiv Motorrad fährst. Wenn du intuitiv mit dem Motorrad mit in die Kurve gehst und dann sitzt du auf was nicht in die Kurve geht, sondern in die gegengesetzte Richtung will, wie so ein Auto. Es neigt sich wie ein Auto. Und als ich heute die ersten Meter gefahren bin, es war unfassbar, da habe ich am Anfang die ganze Straße gebracht. Und ich dachte mit 70 km/h so, Alter, ich kann nicht schneller. Und schon hinter mir ein Auto gewesen, der wird sich gedacht haben, was ist denn mit dem los? Logisch, weil mit dem Motorrad lenkst du entgegengesetzt. Wenn du nach links willst, dann machst du einen Lenkimpuls nach rechts im Endeffekt oder in die andere, in die gegenüberliegende Seite, um das Vorderrad auf die äußere Flanke zu bringen. Und das funktioniert halt hier nicht. Und das machst du intuitiv beim Motorrad, beim Fahrrad, beim Roller. Jedes Kleinkind, das Fahrradfahren lernt, macht es intuitiv richtig und dann musst du dich da umgewöhnen. Und das ist enorm schwierig. Das ist enorm schwierig. Du sitzt quasi eigentlich auf einem Motorrad, das fährt wie ein Auto. Das ist jetzt eine 700er Raptor, die hat ja eigentlich ursprünglich gar keine Straßenzulassung, aber die wurde quasi umgebaut, damit die für den sogenannten landwirtschaftlichen Betrieb genutzt werden darf. Weil da kommt halt vernünftiges Lichtpaket dran, Spiegel, Anhängerkupplung muss ran, witzigerweise, also die muss ran, damit man das quasi fahren darf auf der Straße oder für den landwirtschaftlichen Betrieb. Und dann halt die ganzen Halterungen für Kennzeichen, hier Reflektor, Blinker und so, das wird halt alles gemacht. Das, glaube ich, hat gekostet, das war gar nicht so günstig. Ich glaube, um die 1200 Euro hat der Umbau gekostet, plus auf das Quad oben drauf. Ne? Und was halt wirklich krass ist, ich meine, wir haben hier einen 700 Kubik Motor mit einem Zylinder und das ist ein extrem krasses Drehmoment, weil so diese Änderung zwischen Gas und Stützgas oder Rollphase ist halt so krass Motorbremse, dass du immer so dunk, da dunk, da dunk, also so richtig langsam fahren kann man damit eigentlich nicht. Spitzengeschwindigkeit macht es irgendwie so 120 km/h auf der Straße, aber ganz ehrlich, mit den Reifen ist es eher macht das wenig Sinn, weil die Reifen sind so weich und das Profil, das ist halt hier für dieses Terrain geeignet und nicht auf der Straße damit rumzufahren. Also man merkt auch deutlich, dass sich das Quad hier am Schotter und im Gelände einfach viel wohler fühlt, weil der Reifen da seinen Schlupf, diese Art von Reifen quasi haben möchte, immer ausleben kann und es ist nie ein Problem. Und auf der Straße, wenn der den Schlupf ausleben möchte, dann ist es immer so ein Tanz auf rohen Eiern und auf der Straße ist halt nicht so geil. Ne? Aber Gelände ist schon cool und was mir am meisten taugt damit, ist einfach das Querfahren, weil du hast halt am Schotter irgendwie mehr Leistung als genug, ist völlig egal, welcher Gang das da drinnen ist. Ne? Und sobald du das Gas, was übrigens kein Gas über Motorrad ist, sondern hier so ein Daumengas, wie beim Jetski, total strange, brauchst auch erst einmal so ein bisschen so Gefühl dafür, dass du da die richtige Dosis kriegst. Aber es ist völlig egal, welcher Gang da drin ist, es geht immer quer. Aber das ist eigentlich das, was mir dann Spaß macht, so als ehemaliger Automotorsportler, wenn das hinten quer kommt. Und das löst halt schon schön aus. Aber man hat immer so
vor allem auf der Straße hat man halt immer so ein bisschen die Angst, dass das umfällt. Ne, so enge Radien fährst oder auch mal eine schnellere, lange Kurve, da hast du schon das Gefühl so, boah, ich weiß nicht, ich habe es probiert, mit dem Körper ein bisschen gegenzuwirken, mich quasi als Hanging Off in das Blatt einzuhängen, hat relativ wenig gebracht. Ich muss schon sagen, es ist jetzt nicht ganz ungefährlich, das Ding. Deswegen habe ich hier wirklich freiwillig den Lederkombi angezogen von der Rennstrecke, weil ja, so hundertprozentig sicher fühlst du dich auf dem Quad, vor allem anfangs, wenn du das die ersten Male machst, fühlst du dich nicht so sicher, vor allem auf der Straße. Du hast halt am Anfang nicht das Gefühl, dass wenn du die hundertprozentige Kontrolle drüber hast und du musst halt noch dran denken, dass die Lenkung in die andere Richtung geht und so. Es ist schon strange und da gibt es auch schon ein paar Berichte, dass manche irgendwie umgefallen sind. So richtig krasse Sachen oder über die Autobahnleitplanke einer drüber, das muss richtig krass sein. Also ich würde damit auf jeden Fall nicht auf die Autobahn fahren, auch wenn es 120 geht, aber dafür ist es halt einfach nicht da. Ne? Für mich ist das Ding, wenn ich so eins hätte, ich würde mir wahrscheinlich keins kaufen, aber wenn ich so eins hätte, dann würde ich damit im Schotter rumfahren, lediglich quer. So, und jetzt fahren wir noch eine Runde, weil da sind nämlich ein paar langgezogene Kurven-Schotterpiste. Schauen wir mal, wie schnell das ist quer wirklich geht. Nimmst du scharf? Wie ist es halt? Es geht. Gesundheit! Corona! Was ist das eher für den Einschneiden, sonst kennst du uns das Video, ne? Oder kennst du uns mal Monetizing? So. Ich weiß nicht, ob das nur von Titel oder so, keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich ein bisschen so eine neue Erkenntnis gemacht, auch was das, die Fahrtechnik mit dem Quad anbelangt. Durch das, dass wir auf der Hinterachse eine hundertprozentige Sperre haben, berichtige mich, falls das nicht so ist, aber. Naja, sieht nach hundertprozentiger Sperre aus. Ist es halt so, dass es relativ kurvenunwillig ist und man muss quasi versuchen, dass die Hinterachse immer Schlupf hat und immer rutscht. Ab dem Zeitpunkt, wo die nicht rutscht, kippt das Quad sofort nach außen und das innere hintere Rad hebt ab, was eigentlich ein bisschen für Unvertrauen sorgt. Aber sobald man am Eingang der Kurve übers Bremsen mit der Hinterradbremse oder durchs Runterschalten bei dem Drehmoment geht es eigentlich ganz gut, ein bisschen dafür sorgt, dass das Hinterrad schon immer, die Hinterachse, immer ein bisschen ausgelöst ist und dann am Scheitelpunkt sofort wieder mit einem vernünftigen Gasstoß rangeht, dass es wieder rutscht. Und solange die Hinterachse rutscht, ist das Quad extrem kontrollierbar. Nur wenn die Grip hat, dann ist es schwierig zu kontrollieren. Paradox, oder? Aber ist genau so. Ist genau so, aber irgendwie so. Das hier ist genau die richtige Strecke für das Quad. Ebene, flache Schotterpiste. Da kannst du die Gänge durchknallen. Bam, bam, bam. Und es ist immer quer. Es ist nie gerade. Und du kannst es relativ gut zirkeln. Mit Gasstößen, mit ein bisschen nachlenken. Mal runterschalten, mal kurz die Bremse antippen. Exakt für diesen Betrieb hier ist das Ding geeignet. Weitere Runden gedreht, wieder neue Erkenntnis macht. Also wenn man dann so ein bisschen mit dem Ganzen sich befasst hat, ein bisschen ein Gefühl aufbaut. Man muss sich schon als Mensch, man ist ja keine Maschine, man muss sich ein bisschen adaptieren. Und dann stellt man schon fest, dass der Einsatz vom Körper extrem viel hilft. Vor allem bei so diesen Driftsituationen, wo man schon seinen ganzen Oberkörper mit einsetzen muss, dass man den Kurvenradius im Endeffekt schneller fährt. Also da spielt die Physik schon auch eine Rolle. Aber ist schon sehr, sehr anstrengend, um da wirklich den Körper einzusetzen. Vor allem, weil man doch sehr viel aus den Händen arbeitet. Mich würde es interessieren, ob du schon mal sowas sportlich bewegt hast und was du für eine Meinung dazu hast, ob dir das gefällt oder nicht, oder wie du dich adaptiert hast an das Ganze, wie war es dann wieder, als du zurück wieder zum Motorrad gingst, das ist ja auch interessant, ne? Wahrscheinlich fällt man gleich um beim ersten Mal Motorradfahren, bin ich mal gespannt.
Aber ansonsten einmal sehr interessante Geschichte. Ob ich mir sowas kaufen würde, ich glaube eher nicht. Aber wenn man es schon mal zur Verfügung gestellt kriegt, dann macht es schon Spaß, damit zu fahren. Also, gebt mir gerne einen Daumen hoch für das Video, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.